Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Transport Fever. Mein Name ist Ed, ich begrüße euch ganz herzlich. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, ich find's toll hier. Das sieht richtig cool aus mit der Brücke. Das ist durch den Wald hier, das ist über dem Fluss, ist schon geil gemacht. Ganz ehrlich, sieht schon cool aus. Wird später aber nochmal geupgradet, auf jeden Fall. Werden müssen. Aber kommt Zeit, kommt Geld. Hoffe ich mal. Weil Geld ist momentan das Problem, was wir haben. Oberhalle, das läuft. Königslutter macht noch Minus. Die machen auch noch Minus. Das wird sich überhaupt nicht gleich ändern. Gucken wir mal unseren Außenposten hier hinten. Wie es hier hinten weitergeht. Das sieht hier eigentlich ganz gut aus. Genug Zeugs. Die dürften hier ordentlich Wachstum haben. Das heißt, dass wir da dann auch bei Gelegenheit mal ansetzen. Eventuell hier eine Zweitlinie aufbauen. Und uns dann langsam aber sicher hier so hoch bewegen. Über den Fluss. Bis zumindest hier nach Twist. Und von Twist dann aus mit den Schiffen später dann nach Bredenburg. Denn erstmal müssen wir unsere finanziellen Sachen hier in den Griff kriegen. Ich will diese Strecke loswerden. Diese Pferdekutschenstrecke. Unbedingt. Aber dafür brauche ich einen Zug, der das Zeug ranholt. Und dafür brauchen wir Geld. Und deswegen lasse ich jetzt volle Pulle laufen. In der Hoffnung, dass wir jetzt was ranbekommen. Gucken wir mal kurz die Linie an. Die macht noch Minus, arbeitet sich aber nach vorne. 18 liegen hier. Da können wir nochmal nachlegen. Nochmal zwei. Dass wir die auch nochmal wegkriegen. Gucken wir uns mal den Takt an. 80 Sekunden. Lassen wir erstmal so. Weil der Zug braucht ja auch eine ganze Weile, bis er da ist. Ich hoffe mal, dass wir das rausgefischt bekommen. Holz haben wir hier hinten. 6. Hey, Mann, Freunde. Das muss mehr werden, nicht weniger. Produktion, okay. 231. Das Ganze muss natürlich dann später auch rüber transportiert werden. Hier werden wir dann auf jeden Fall ausbauen. Zu dem Güterbahnhof, den wir hier auch noch ansetzen werden. Gucken wir gerade mal kurz. 46. Und wir stehen jetzt hier noch 10. Ja, okay. 10 Stück stehen da noch. Hier werden wir später auf jeden Fall nochmal ansetzen. Dieses Depot wird sich hier verabschieden. Das werden wir nach hinten weiter versetzen und ein vernünftiges Gleisvorfeld bauen. Aber wie gesagt, wir müssen erstmal auf die Kohle warten. Ich habe momentan noch nicht so die großen Kohlemacher quasi auf der Strecke. Das dauert noch. Wir sind hier jetzt. 38. Du kommst mit 46. Und du kommst mit 45. Okay. Wie gesagt, ich warte jetzt darauf, dass wir uns den General holen können. Aber es wird halt nur eine Weile dauern. Jawohl. Können wir uns kaufen. Holen wir uns den General. Ging dann doch flotter. Jetzt brauchen wir nur, in Anführungsstrichen, nur mal so mindestens 400.000. Damit wir uns hier mal die Güterwaggons hier ranpacken können. Die großen. Damit der wenigstens mal ein bisschen was transportiert schon mal. Wobei ich mir überlege, dass wir den auch, sobald der irgendwie nur ein bisschen was transportieren kann, vielleicht schon auf die Strecke schicken. Da müssen wir mal abwarten. Na gut, wir müssen jetzt erstmal kurz sparen. Hilft nix. Es hilft alles nix. Weil ich muss unbedingt da oben diesen ganzen Pferdekarrenverkehr da loswerden. Das nervt mich.
So viel Gedöns da oben. Für die Langstrecken ist das nämlich immer heftig. Sind einfach zu langsam und können zu wenig transportieren. Wie sieht's hier aus? Hier ist jetzt leer. Das ist natürlich nicht so gut. Das ist natürlich jetzt gerade nicht so gut. Da haben wir vielleicht ein zu viel. Ich hoffe, du bringst was mit, mein Freund. 7. 4. 7 ist nicht viel. 7 ist nicht viel, meine Freunde. Könnt ihr ja versuchen, schon mal in der Zwischenzeit in Halle eventuell den Stadtverkehr schon mal an Land zu bringen. Eventuell wäre es eine Idee. Müssen wir echt mal gucken. Weil das hier funktioniert ja einwandfrei. Aber das ist kein Problem. Halle, Getreide, Oberhalle. Hier ist das in Ordnung. Ah, die wollen da nicht so viel. Obwohl die ja eigentlich gut abgedeckt sind. Das ist okay. Ah, und hier könnten wir dann eigentlich von da aus einen Knotenpunkt. Einer, der da entfährt, einer, der da entfährt, machen, ne? Später. Wäre eine geile Sache. So. Die brauchen hier Öl. Die hätten gerne Öl. Haben wir nicht. Kriegen's hier auch nicht weg. Ich guck mich gerade mal um, wo wir hier vielleicht nochmal was Lukratives aufmachen könnten. Hier ist wieder eine Verarbeitung, aber kein Öl. Öl hätten wir hier unten, aber es wäre jetzt mir zu weit. Hier wäre Stein. Kohle. Hier wäre eine Verarbeitung. Hier wäre Holz. Holz nützt uns nichts, weil wir es nicht wegkriegen. Echt tricky. Wenn du mich fragst. Ich überlege gerade mal, ob wir nicht eventuell das Rohöl dahin bekommen. Mit dem Zug dann den ganzen Krempel hier hin und dann in die Stadt wieder vertransportieren. Wäre vielleicht noch eine Idee. Aber dann müsstest du wieder so einen langen Trek aufmachen, was ich eigentlich nicht will. Oh, oh, oh. Stopp, stopp. Mal ganz kurz. 9. Wir können jetzt nämlich ein... schon mal was dran klemmen. Bei unseren Depötchen. Zug kaufen. Güterst. Den offenen Güterwagen. Und dann schicken wir den jetzt nämlich los. Ich weiß, mit einem so ein Dings ist das absoluter... Blödsinn. Baumaterialien, Königslutte. Warte mal kurz, findet er die Linie nicht? Oder habe ich hier noch keine Linie aufgemacht? Ach, ich habe hier noch gar keine aufgemacht. Haha. Seht ihr, Freunde, so schnell geht das. Du mit deinem blöden Kackbraun hier immer. So, du da oben hin, du da hin. Und das ist dann... Steine? Mess... halt. Messen... Kamp... an der... Werne. Da sollst du hin. Nirgendwo anders. Ja, du bist im Depötchen. Wir gucken mal. Steine, Messenkamp an der Werne. Genau. Fahr mit. Ein super langer Zug, wie ihr gleich sehen werdet.
Aber egal, so kostet da wenigstens keine Kohle und wir können schon mal vielleicht, wenn wir es ganz geschickt angehen, ich mach mal ein bisschen langsamer. Jetzt wartet der auf freie Wege, ja, okay. Jetzt kann er weiterfahren. Dann können wir vielleicht den schon mal ein bisschen anteasern und dann, sobald ein bisschen mehr Kohle da ist, werden wir den auf jeden Fall ausbauen. So vielleicht 400, 500, 600, 1000. Dass wir den damit ein paar Waggons vollballern können. Das wäre extremst wichtig. Kommt ein bisschen echt schwer aus dem Pott, ne? Oder kommt mir das nur so vor? Der fährt dem hinterher. Jetzt muss er sogar halten. Jetzt kann er weiterfahren. Gucken wir uns das Ganze mal an. Dass er da rüberkommt. Oh, es ruckelt gerade echt hart, ne? Kommt der andere? Ich hoffe, der kommt da locker flockig rüber. Jetzt muss er noch warten, bis der da weg ist. Na komm. Fahr weiter, mein Freund. Oder musst du warten, bis der da drin zu, im Dings ist? Wir müssten, glaube ich, mal ganz kurz... Stopp, stopp, stopp. Noch ein Signal setzen. Dann machen wir hier auch noch eins. Ich mal gucken, kommt der da rüber? Haben wir da einen Übergang irgendwo? Ich sehe hier nämlich gerade... Doch, hier kann er rüber. Muss der da halten? Jetzt kann er fahren, jetzt kann er wieder fahren. Okay, gib Gas, mein Freund. Kleiner Freund. Muss er wieder warten. Oh. Wahrscheinlich bis der da weg ist. Okay, er kann durch. Jetzt hat der nämlich die andere Spur genommen. Ja, warum muss der jetzt warten? Achso, weil der die Spur nimmt. Okay, verstehe. Mhm. Kannst bis dahin aber weiterfahren. Jetzt muss der nämlich warten, bis der weg ist, damit der auf seine Spur drauf kann. Okay. So soll's sein. Wird ein bisschen dauern, bis er da ist, aber die ersten Steine kommen hier schon mal an. Das ist gut. Die lagern dann nämlich schon. Das ist gut. Kann ja halt noch nicht so viel mitnehmen. Zwei, das ist natürlich noch ein absoluter Witz gerade. Wo ist der General? Der fährt jetzt. Aber er wird gleich, gleich Gewinn machen können und das ist schon mal ein etwas. So, durch diesen kleinen Canyon... Volle Pulle voraus. Das biegt da gleich ab. Genau, ohne Probleme. Er dürfte auch gleich freie Fahrt haben. Und es kommt langsam Kohle drauf, das ist gut. Und sobald der hier erstmal anläuft, kann er den anderen damit unten besser versorgen. 7 ist natürlich noch nicht... Art optimal, aber er wird schon richten in der Zeit. Bisschen Schlangenlinien. Aber der General schafft das. Für seine Verhältnisse hat er ordentlich Zugkraft. Ja, Full Speed bitte. 200.000 auf der Kante.
Gleich Jahreswechsel. Wir warten halt noch. Erst wenn wir ein bisschen besseres Polster haben, schicke ich den dann zurück. Vielleicht werde ich auch vorübergehend ein zweites Depot ranhängen. Fast 300.000 gleich auf dem Konto, das ist gut. Ja, das ist gut. So, General. Komm, zieh an, mein Freund. 30, okay, ist auf 30 runtergegrenzt. Hier muss ich dann nochmal nachlegen, dass er seinen ganzen Speed ausnutzen kann. Boah, ich muss aber hart in die Bremsen gehen, der Gute. Machen wir auf jeden Fall gleich mal 45er Gleise. Damit er wirklich Vollgas geben kann. Hilft ja nichts. Und mit 7 fährt er weg. Und er hupt wie bekloppt, warum auch immer. Es geht mir jetzt auf Puffer. So. Sehr fein. Das sind Zubringergleise. Das ist mir jetzt gerade erstmal Schnuppe. Aber hier, das Gleis. Na gut, dann graden wir dich jetzt doch nochmal ab. Machen wir dich gleich mal etwas schneller für die nächste Generation von Zügen. Ah, Spiel gespeichert. Dann ist das Ganze gleich ein bisschen modernisiert. Auch das Zubringergleis hier. Das ist abgegradet, das ist okay. Hier nicht, hier müssen wir mal noch mal ganz kurz ran. Weil sonst werden wir hier gebremst. Ach, eigentlich können wir gleich komplett upgraden. Was soll's, ne? Mal ganz ehrlich. Wenn wir schon dabei sind, machen wir das halt so. Nur noch das Stückchen hier, dann können wir es auch gleich ganz komplett upgraden. So, volle Pulle abgegradet, sehr gut. Ah, und das läuft hier. Ich denke mal, unser General wird jetzt das Ganze etwas befeuern. Dass der hier auch mehr bekommt. Schon mal 17. Zügchen. Kann 21 mitnehmen. Wenn ich merke, dass hier nicht mehr viel rankommt, können wir uns die Linien hier bald sparen. Aber dazu müssen wir erstmal Kohle ranbekommen. Das heißt, wir werden jetzt erstmal dem General auf jeden Fall mal hier ein bisschen Feuer geben. So, Güter. Auf jeden Fall mal einkaufen schon mal. Für den General. Dass wir den hier ranbekommen. Nächstes, was wir uns dann auf jeden Fall kümmern werden, ist Öl. Dass wir hier irgendwie Öl ranbekommen. Über 1000 Ecken von mir aus. Und dann eventuell, dass wir Brötchen und so weiter ranbekommen. Hier in die Ecke. Da müssen wir auch für sorgen. Hilft nix. Während sich da hinten alles stapelt. Ich könnte eigentlich schon mal anfangen, die ersten Fahrzeuge von der Linie zu verkaufen. Das werde ich jetzt auch tun. Das ist die hier. Steine an der Werne. Noch nicht alle. Erstmal, wenn er aufgerüstet ist. Okay, du kannst verkaufen.
pick mir jetzt mal die raus, die leer sind. Ja. Voll. Voll, voll. Alle gerade voll, außer der hier. Voll, voll. Du bist weg. Kannst auch die verpieseln. Du wirst nicht mehr gebraucht. Voll, voll werden meine Fenster immer mehr werden. Zack, zack. Dadurch wird es umgelagert auf das Zuggleis. Und dann kriegt der mehr Feuer. Und ich werde auch definitiv hier ausnahmsweise, was ich normalerweise sonst auch nicht mache, noch ein Depötchen hinsetzen müssen. Ein kleines. Ganz einfach, damit wir den nicht so weit wegschicken müssen. Können wir den hier rangepimpelt? Nee. Setzen wir den mal. Aus 21.000, damit können wir leben. So. Nur vorübergehend. Und schon können wir uns den nächsten Dingsbums leisten. Der natürlich jetzt hier hinten steht. Oder wird das auch gleichzeitig damit anerkannt? Das wäre natürlich Bombe. Ah, ich wusste es. Wusste es. Das war nämlich jetzt dumm, was ich gemacht habe. Denn er wird dann da oben in das Depot fahren. Das war doof. Lass ihn mal kurz wegreißen. Kann ich mir noch nicht mal erlauben. Der Hammer. Tja, liebe Freunde, wie das weitergehen wird, das sehen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Hinterlasst ein Däumchen nach oben, wenn ihr mögt. Und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dahin, sag ich, ciao, ciao.